schneller. Komm zu mir. Ja, ich komme schon. Jetzt gehen wir mal rein. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier für einen Boss kriegen. Verzieh dich! Wie stark die Gegner sind, ne? So, ich wechsle mal ganz kurz nur zu tiefer. Ah, ne, mach erst Barrett, hab ich, okay? Nachladen, nachladen, nachladen. Nochmal nachladen. Ja, ich hab. Prime Video hab ich tatsächlich. Boah. Magie? Vitra wäre ja eigentlich nicht schlecht, wenn man das haben könnte, ne? Na, brauchen wir noch nicht heilen, oder? Ach komm, wir machen mal. Wir legen mal für tiefer einen drauf. Und ansonsten können wir jetzt hier dolle nicht viel machen. Naja, ich lege noch eine Barriere auf Cloud. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Es geht los! Die macht wirklich, Blitz hat die, ne? Genau, die hat der Blitz, oder? Jawohl. Deswegen schlägt die mit Blitz drauf. Geile Sache, ne? Ich mach das. Ich zähl auf dich. Wurde schon angedeutet. Na los, mach doch. Nochmal nachladen, jetzt. Haben wir den. Und dann können wir gleich nochmal eine Vita auf irgendjemanden drauflegen. Barrett selbst zum Beispiel kannst du gebrauchen. Ich glaube, dass das Sohnemann es lieben würde. Okay. Mein Sohnemann will im Moment Roblox Islands spielen. Ich soll es nicht mitspielen, hat er gesagt. Aber im Moment sage ich ehrlich, da ist bei mir nicht viel los mit Roblox aktuell. Sind wir am Treffpunkt, den wir mit Max ausgemacht haben. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Ich glaube, hier müssen wir nur die Leiter hochgehen, ne? Geht hier nur hoch. Der sagt, es gibt bei Islands jetzt so viele neue Sachen und jetzt alles ist so cool und. Ne? Aber ich bin so ein bisschen. Ich meine, bei dem Spiel hier, das merkt man schon, man hat natürlich bei Twitch viel weniger Zuschauer als bei Roblox, ne? In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Aber es ist einfach viel schöner. Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Platten trennbar in den Bereich. Nicht runtergucken. Guter Rat. So, machen wir erstmal hier die Kisten kaputt. Und ich erkläre, worum es geht. Ja, es, kannst du, also wie gesagt, ich bin ja immer so der Typ, ich telefoniere nicht viel. Ich telefoniere auch nicht gerne. Und, aber ich schreibe halt auch. Ich antworte auch, wenn du bei Discord zum Beispiel schreibst. Also ich bin ja schon so, ich schreibe schon viel, aber ich bin immer nicht der Typ, der sich zum Quatschen zurückzieht. Diese Mokri-Medaille, was machen wir denn mit denen? Da bin ich wirklich eher so ein... Ich höre mir auch keine Sprachnachrichten gerne an, ne? Finde ich furchtbar. Wenn jemand WhatsApp oder Telegram oder was Sprachnachrichten schickt, ne? Gar nicht mein Ding. Auch der Dave sagt immer, Mensch, du kannst ja mal in mein, komm doch einfach in mein Discord und lass uns ein bisschen quatschen da. Aber ich, das heißt immer, ich müsste mich irgendwo hin zurückziehen, müsste quatschen. Nee, weiß ich nicht. Bin ich nicht der Typ dafür. Gnade! Bix. Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Bix! Ich wusste auf dich, es verlass! Wo sind die anderen? Bix? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, Joe. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche.
Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Oh, Sturmgewehr! Du hast ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Wir haben jetzt ein Sturmgewehr bekommen für Barrett. Ja? Legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Okay, am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Ja, Lucy, ich rede auch heute noch mit den Leuten, wenn wir zum Beispiel Gartic Phone spielen, so wie gestern Abend, da quatsche ich auch heute noch mit den Leuten, ne? Das ist ja nicht so, dass ich, also wenn wir zusammen spielen, dann schon. Aber es ist halt so, jetzt zum Beispiel bin ich seit über 1,5 Stunden hier unten, ne, und zocke hier. Und wenn ich jetzt gleich wieder hochgehe, werden wir schön zusammen essen, meine Frau und ich, und dann will mein Sohn noch irgendwas ein bisschen da rumdatteln. Und dann ist es halt schon so. Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Tja, jetzt macht sich langsam Sorgen, wa? Der Heidegger. Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Ja, mein Sohn, der isst immer sein eigenes Zeug. Der isst mit uns nicht mit, tatsächlich. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Okay, sind wir erstmal drin. Da kommen wir, guck mal, wir kommen nicht mehr zurück. Das Loch ist zu. Das Loch ist zu. Weiß ich zwar jetzt nicht, wer das so schnell zugebaut hat, ne? Ne, Pommes isst er nicht, aber Chicken Nuggets. Pommes schmecken ihm nicht. Und wie geht's jetzt weiter? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Die Rohrrutsche. Alter, vor Coolness. Aha. Da ist es. Also die war, geht vor. Oh, guck mal. Also die geht ja richtig ab da drüben, ne? Ach so. Ach Mist, das wollte ich gerade ganz kurz noch machen. Steuer ich das? Nee. Das war steiler, als ich dachte. So, ich geh mal ganz kurz dem Barrett. Dem können wir doch jetzt eine neue Waffe geben. Guck mal, der hat hier. Der kann kombinieren. Das wird zwar weniger, aber dafür wird die magische Attacke größer. Also, Pommes ist halt auch so, ne, so eine Sache. Das ist halt. Wisst ihr, woran das sieht? Beim Sohn schmeckt das tatsächlich überhaupt nicht, ne? Warte mal, Gatling. Das war falsch gerade. Das haben wir ja schon. Da kommen neue Punkte, aber die brauchen wir aktuell nicht. Ich will mal kurz gucken, ob ich im Sturmgewehr. Ob ich da. Was leveln kann? TP-Maximum? Materia-Slot hinzufügen. Gut. Magische Attacke. Okay, haben wir hier noch weitere? Statusresistenz. Schaden von normalen Angriffen. Physischer Schaden. Längere Buffs. Okay. Magische Attacke, physische Attacke, TP-Maximum. Bei hohen TP in magischer Attacke plus. Okay. Also TP-Maximum. Bei hoher TP mehr Schaden. Physische Abwehr plus. Ja. 15 haben wir noch. Längere Buffs. Erhöht die Resistenz gegen Zustandsveränderungen, die auf eigene Charakter gewirkt werden. Okay. Schaden von normalen Angriffen erhöhen. Schade, wir haben nur einen Materia-Slot gekriegt, ne? Nochmal TP erhöht. Magische Attacke. Und jetzt haben wir keine Punkte mehr, ne? Die kosten alle WP6. Haben wir noch was für 5? Hier WP4. Haben wir. Magische Attacke erhöhen. Na gut, machen wir das so. Gut, jetzt kann der Barrett noch eine Materia mehr reinnehmen. Also mein Sohn, das Problem ist tatsächlich da. Das ist gar nicht so ganz falsch.
Wir müssen mit dem sowieso darüber. Irgendwie, der hat auch ein Problem mit dem Essen. Also, ist auch schwierig. Der isst nämlich nur ganz wenige Sachen. Toxin und Gewitter. Heilen und Frost. Ich kann ja heilen. Warte mal. Ah! Das ist zwei kombiniert, das sind das hier. Also, guck mal da mal rein. Das hatte Tifa. TP Boost. Und das verbinden wir mit. Mit Heilen. Dann legen wir noch drauf: einmal Behandeln, Antidot und sowas. Hier haben wir also Frost und hier legen wir noch. Hä? Heilen, Behandeln, Frost. Warum sagt er denn hier, dass Barrett Gewitter hätte? Bestimmt auf der anderen Waffe. Oder? Oder was war damit gemeint? Mach's gut auf jeden Fall. Noch viel Spaß beim Formel 1 spielen, ja? Du denkst zu viel. Hey. Warte mal. Seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Okay. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ich denke mal, dass, werden wir sehen, dass das Monster hier, ob ich gewusst, dass er in der Kiste ist, ne? Der nächste Problemkern. So, Supertränke haben wir mitgenommen. Also ich habe lange keine Tränke nehmen müssen, ne? So aus dem Inventar. Selbst keine Phönixfedern. Ich bin also ganz gut zurechtgekommen. Jetzt sind wir erstmal drinnen im Reaktor. Verdächtig ruhig hier. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Nieder mit Shinra! Da scheint so was drin. War das alles? Clown ist auf Stufe 16 gekommen. Was ist das hier? Ist hier irgendein. Brauchen wir nicht machen, okay. Brauchen wir nicht machen! Nur noch ein Stück. Ja, ich würde sagen. Wir machen jetzt, wir gehen jetzt hier noch runter und das gucken wir uns beim nächsten Mal an, wie es hier weitergeht, ne? Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Echo Show. Gehen wir hier noch rum. Hier haben wir noch eine Kiste hier hinten. Also drei Kisten. Nussi hat noch ein hohes da gelassen. Ist ja nett. Danke. Der Sieg ist uns sicher. Was ist das denn komisches Zeug? Sind das Drohnen oder was soll das darstellen? Alles geht. Der hilft aber ausweichen nicht, ne? Übertreiben. Hier getroffen oder was? Komm schon. Moment. Komm schon. Kann man nachladen? Ja. Schneller. Sicher. Tifa ist auf 16 gegangen. Heute gibt es bei mir zürische Geschnetzelte, das bin gespannt. Meine Frau hat wieder gekocht, aber es ist anstrengend. Ist das viel da? Also Schambingungspuls und alles. Hier geht's runter. Ah, die Musik, hört ihr das? Die Musik, die kommt, die ist richtig krass. Hier erkennt man sie wieder. Dieses Thema im Reaktor. Ne? Achtung! Oh, die Tür schießt! Hier die großen Dinger. Oh, die knackt nicht mehr vor! Also, der oben erstmal runtergeschossen, oder? Aber noch irgendwo inne? Moment. Schießt das mit dir da oben runter. Die anderen sollen erstmal machen. Schneller. Der ist weg. Verzeihung.
Laden Feuerstoß. So, können wir hier. Muss mal ganz kurz mal gucken, wie sieht's aus? Der macht ja eigentlich Auto wieder. Ich hab's noch nie so weit kommen lassen. Normalerweise müsste das von alleine heilen. Na komm, Tiba. Machen wir mal mit dir mal einen Spezialangriff. Verstärkt vorübergehend den Angriff und die Spezialfertigkeit. Ist ja ausgewichen, gibt's alles nicht, ne? Voll reingehauen hier mit dir. Schöne Sache. Früher konnte man mit Tifa 5 oder 6 oder 7 Angriffe hintereinander machen, wenn man immer so in so einem Slot richtig ausgewählt hat. Das war schon auch eine geile Sache damals. Die Tifa hat schon damals so eine übel. Also das ist. Die haben halt alle so verschiedene coole Geschichten gehabt. Coole Angriffe schon damals. Und die sind alles völlig verschiedene Charaktere gewesen. War schon ziemlich nice. Also es hat auch im Original schon Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Und es ist halt jetzt. Es ist jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen anders vom Handling her, ne? Das muss man schon sagen. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Noch eine Schutzweste, okay. Ja, Ausrüstung haben wir, glaube ich, ganz gut eingesammelt. So, wir waren beim letzten Mal, war es aber. Genau, das stimmt. Da waren wir unten drin. Da waren eine ganze Menge Schienensoldaten am Start und haben auf uns eingeprügelt, wie die Wilden. So. Ich speichere mal. Und da würde ich sagen, dann mache ich für heute nämlich Schluss und wir gucken uns beim nächsten Mal an. Speichern? Ich kann kein neues Slot mehr anlegen, das ist ein Ding. Ach, Mizi, was machst du denn hier? Kommt meine Katze hier am Stuhl wackeln schon, seht ihr? Wird Zeit für Ende, ne? Ja, wird Zeit für Ende, ne? Willst du gestreichelt werden, ne? Bist ja auch eine hübsche Mizi, muss man ja mal sagen. Komm mal her. Hat doch der Julian-Freund die Tür offen gelassen, ne? So. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt für heute Feierabend nämlich. Und machen den Stream jetzt aus. Und wenn ihr Lust habt, können wir gerne beim nächsten Mal weiter Final Fantasy 7 spielen. Oder Wahrheit oder so. Du weißt, wen zu raiden, aber ich habe ja. Das ist. Ich mache das aber nicht mit zwei Zuschauern, Explorer Yoshi. Aber schön, dass du da bist, dass du es noch geschafft hast, mal reinzuschauen. Den Raid, das mache ich einfach wieder, wenn wir wieder mal 5, 6, 7, 8 bis 10 Zuschauer haben. Das ist einfach so, jetzt ist das eher so ein, weiß ich nicht, auf sich aufmerksam machen oder so. Finde ich nicht so schön. Guck mal, da musst du hingucken. Hier, da, guck mal, da. Nicht zu mir, da musst du hingucken, da. Da oben. Mhm. Ne? Okay, warte. Hopp, du bist wieder weg, ne? Nicht mein Kabel abreißen, ja, genau, okay. Gut. Yoshi, danke fürs Reinschauen trotzdem noch. Danke für alle, die dabei gewesen sind. Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. System. Titelbildschirm. Und dann gehe ich jetzt hoch und mal gucken, ob meine Frau bei ihrem Animal Crossing-Spiel vorangekommen ist. Und wie es ihr so geht da oben. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich freue mich. Schwarzes Bild. Musik ist aus. Genau. Guck mal. Macht's gut, Blauer Yoshi. Macht's gut, die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund, haut rein. Macht's gut und tschüss.
So,